Manchmal sagt eine Szene mehr über ein Fußballspiel als viele Worte. Ja, ich meine, wenn der Torhüter einen Fehler macht, ne, dann scheppert es immer gleich. Aber dafür ist es Fußball, ist ein Fehlersport und heute war leider ich mal dran. So etwas wie nach diesem Schuss von Aschaffenburgs Markus Horr passiert Lilientorwart Rainer Adolf auch nicht alle Tage. Ich glaube, da muss ich heute eine Runde ausgeben. Man fühlte sich ein wenig wie auf einem verspäteten Vatertagstreffen. Die Lilien nach dem Rückzug der Viktoria gerettet. Darmstadt 98 hat den 111. Geburtstag vielleicht nur überlebt, weil ein anderer sterben muss. Wir sind da jetzt auch nicht so richtig in Jubelstürme ausgebrochen, eigentlich bisher überhaupt noch nicht, auch seit es seit Mittwoch dann wirklich offiziell ist. Es ist für uns zwar natürlich schon eine ganz gute Lösung so, dass wir da eben jetzt Sicherheit haben, aber insgesamt ist es schon fast die Bankrotterklärung für die Regionalliga, muss ich sagen. Beide Teams bemüht, den 2100 Zuschauern ein ansehnliches Spiel zu präsentieren. Als Darmstadts bester Stürmer Elias Soriano freie Bahn hat, nutzt er das zum 1:0 nach 11 Minuten. Aber so kampflos, wie es hier scheint, ergaben sich die Gäste nicht ihrem Schicksal. Wir haben auch eine Situation jetzt, dass sich viele Spieler noch mal zeigen müssen, um auch wieder unterzukommen, um auch wieder ordentlich da Fußball spielen zu können. Vielleicht in einem anderen Verein, vielleicht auch bei der Viktoria, je nachdem, was so die nächsten Tage zeigen. Viktoria mit der Siegesgöttin im Namen und doch ein Verlierer. Aschaffenburg muss in der 5. Liga ganz neu beginnen. Übrigens, nach einer knappen halben Stunde erhöht Soriano fast auf 2:0. Ob Soriano und Co. auch im nächsten Jahr für die Lilien spielen, ist noch völlig ungewiss, denn auch die Darmstädter sind klamm. Dass die Mannschaft in der kommenden Saison weitestgehend zusammenbleibt, ist eine Voraussetzung, um konkurrenzfähig zu bleiben. Am Bölln-Falltor herrscht entspannte Zuversicht, dass der laufende Insolvenzantrag im Juni zurückgenommen werden kann. Sportlich lief es endlich auch mal wieder besser. Soriano mit dem Elfmeter zum 2:1 Siegtreffer. Die Mainfranken aus Aschaffenburg hatten ebenfalls ihre Torchancen. Ein weiteres Indiz dafür, dass die Mannschaft von Trainer Ronny Borchers mit Anstand diese Saison zu Ende spielen will. Nach 90 Minuten dieselben Bilder wie vor dem Anstoß. Und dann war da noch ein Wunsch, der eigentlich selbstverständlich sein sollte, es aber aufgrund der hohen Schuldenlast nicht ist. Ich wünsche mir nur eines bei der Viktoria, dass wir irgendwann mal, wenn wir 10 Euro einnehmen, auch 10 Euro der Viktoria gehören. Das war vorher anders. Und habe ich gehört. Bleibt noch zu erwähnen, die Lilien hätten sich auch ohne den Rückzug der Viktoria retten können. Ich bin davon überzeugt, dass wir es auch sportlich geschafft hätten. Und natürlich ist jetzt vielleicht umso schöner, dass man schon mal ein bisschen planen kann. Aber ich bin überzeugt wirklich, dass wir auch sportlich das gepackt hätten. Und dennoch, für beide Teams verlief diese Saison wie ein gefühltes Eigentor.